Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Master Builders mit der Palette. Hallo, ich bin die Palette. Bist du eigentlich eine Palette oder mehrere Paletten? Eine Palette. Sicher? Ja, Palette LP. Ach so. Nee, Paletten LP? Was klingt denn besser? Ich weiß es nicht. Kannst du den Leuten mal sagen, was wir jetzt bauen? Eine Farm, bitte. Warst du schon mal auf einer Farm? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab einfach keine Ahnung, ob ich schon mal auf einer Farm war. Ich weiß es nicht. Ich war schon mal auf so einem Bauernhof. Das war dich cool. Hat keiner gefragt. Ohne Scheiß, Alter. Gut, Manu. Dann mach doch die Scheiße alleine, weißt du was? Kannst mich mal. Was? Ich geh jetzt, aua. Nein, ich... Bau doch deinen Kram, bau doch deine Farm alleine, Mann. Ja, mach ich gerade auch. Ich bin weg. Ach man. Oh, die Palette, Alter, die ist halt schlecht gelaunt heute. Ich mag aber auch keine Paletten. Das sind alles Arschlöcher. Manu? Hey, ich hab dich gerade beleidigt. Echt? Ja. Wollte mich entschuldigen, Manu. Nein, jetzt kommt da die Erde. Ey, du willst dich doch pranken. It's a prank, oder? Tut mir leid, was Mensch. Ich da gerade gesagt habe. Nee, ist schon gut, ne? Also das ist die letzte Aufnahme mit dir. Du hast echt einfach keinen Respukt. Ich hab Respukt. Nee. Nein, hast du nicht. Warte mal. Oh ja, so ist das geil, 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 geil. Dubstäbe Intro. Ja, so ist das manchmal eventuell geil, 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 geil. Das ist dein Lieblingslied, habe ich gehört. Ja, ist mein Favorit. Willst du ein Autogramm haben? Nee. Wie, nee? Ich hab doch schon einen. Warum denn? Ach so. Ja? Ich hab wirklich schon... Ich hab eins. Ich hab ein T-Shirt bestellt, da war ein Autogramm dabei. Ah ja, stimmt sogar. Wow. Ja. Such a brass much wow. Ja, also es ist jetzt echt nicht Seyele from the Uk, aber Seyele from the Uk. Aber ich glaube, das Gesamtbild. Naja, selbst das Gesamtbild ist scheiße, ist schon gut, Leute. Ich will es mir schön drehen, aber ich bring. Nee. Macht keinen Sinn. Also, Leute, ganz ehrlich. Eine Minute. Ey, komm. Leco mio. Leco mio. Dias. Dios. Leco mio, Elis mios. Padaccio, Chile Mario. Pizzeria, ja. Alter, das nenne ich mal Timing, ne? Also, es ist. Es ist. Ja, doch, es ist schon ganz nett, aber es ist jetzt. Nichts Besonderes, so. Meins ist süß. Oh. Oh. Okay. Ja, was so Tiere reingeworfen, dann Horse. Hier so, nee, krieg ich, meh. Was? Krieg, meh. Ich sag, das ist ein It's okay. Nee. Also da hast du noch nicht meins gesehen. Da musst du meins echt ein Amazing geben. Tut mir leid. Okay. Also wirklich. Wenn du hier ja, ich bin gespannt. Hingeschissenen Teile. Geil. Wow. Report in a procedure build. Nein. Genau, es natürlich, Leute, natürlich. Es platzt einfach nicht. Das ist meins, übrigens. Echt? Ja. Das ist wirklich gut. Danke, mein Freund. Vielen Dank. Ja, nee, warte, nur ein gut. Weil, sorry, das mit den Sachen hier an der Side, so mit dem Feld. Hä? Also, es ist echt gut. Was willst du denn von mir, Alter? Es ist wirklich gut. Ja, genau, das ist natürlich ein Amazing. Nein. Aber ach stimmt, man kann das ja auch gar nicht so tief bauen, okay. Nee. Ja, ach, deswegen wurde ich jetzt runtergestuft. Ich habe sogar probiert, den Boden zu bearbeiten, aber es ging gar nicht. Es ging gar nicht. Ja, Villager. Ah. Ein Herz mittendrin und so eine. Das ist für mich keine Spukbude. Ja, eben. Nee, meh. Ach, so Paddy. Aber das ist bestimmt wieder was, wo ich mir sicher bin, dass ich gewinne. Und jetzt auch die ganze Zeit nur so eine Scheiße kommt und ich aber trotzdem nicht gewinne. Ja, weil du am Anfang kamst, meinst du? Das kann sein, ja. Ja, das ist, glaube ich, immer das Schlechteste, wenn man direkt am Anfang, weil... Ja, gerade ja nicht. Gerade bin ich zweimal hintereinander als erstes gekommen. Also, in der vorherigen Aufnahme. Dein Mull. Mann, das ist doch nicht... Ey, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Leute. House. Tut mir leid. In the middle of auf der Farm. Da House. A day to bring black. Mm-hmm. Genau so geht's. Was machen denn? Ach, guck It's mal, okay. Die Schweine haben so einen Trog. Ah, ja, aber da sind die Köpfe drin. Brutale ja, Schweine die hier. Essen so. Nom, 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 nom.
Das ist für mich ein Okay. Ich bin echt gespannt auf deins. Ja. Oh, wow. Da finde ich den Boden echt ultra abartig. Ja, aber das ist halt eine Farm, Alter. Nee. Trostloser Boden ist doch keine Farm. Nee, doch. Als ob hier jemals was wachsen würde. Nee, das ist ja auch eine Tierfarm. Ach genau, mit toten Boden, ja, genau. Es gibt ja unter... Was? Ist schon, Alter, gut. Das ist so wirklich, come on, Alter. Ja! Boah, Mama! Mama, guck jetzt mal! Mama, guck doch mal! Ja, oh, toll gemacht, Manu! Hast du gesehen? Ich hab gewonnen! Obwohl das von Paluten eigentlich besser war. Wann kommt der eigentlich mal wieder, der Sticher? Baby, heute Abend! Wird geil! Ich werde nie deinen Satz vergessen. Oh, so geil! Das kam so scheiße, ey. Ja, Baby. Ey, jetzt, ich muss weiter aufnehmen, okay? Mach's gut. Ja. Oh, so geil. Ciao. was ein Abschied. Jo, hallo? Was ein Abschied. Oh, so geil. Ciao. Okay. Und dann fand das war ja die Verabschiedung. Oh, so geil. Und dann leg auf. Oh, kannst du das bitte mal nachfilmen? Ich war halt einfach so. Ja, so eine Vorfreude. Das war so halt geil, ne? Das war einfach so geil. So geil. Yeah. Ach, Mann, ey, deine Mutter. Und? Vacation. Ist es nicht Urlaub oder so? Oder? Ja, Urlaub. Kannst du mal nachgucken, was die direkte Übersetzung ist? Urlaub. Sicher? Das ist echt einfach. Ja, ich wäre mir da nicht so sicher. Ach, Ferien. Ferien, ja, ja, Sisse. Ja, du kleines Arschloch. Ja, aber to vacation steht hier Urlaub machen. Das ist trotzdem Urlaub, Alter. Ich werde nicht die. Ich könnte mit der Idee wahrscheinlich gewinnen, aber ich werde jetzt was anderes machen. Was ganz anderes. Weil so ein Strand und so, das kann ich ganz gut, aber das hatte ich erst vor kurzem. Okay. Und das finde ich nicht so geil. Deswegen werde ich das jetzt mal probieren umzusetzen. Was ich gerade im Kopf habe. Oh Mann, das könnte echt schwer werden. Ich muss ein bisschen kleiner denken. Ich weiß gar nicht, ich bin gerade ein bisschen perplex, weil ich, ja, so Beach, ja, das bringt immer voll viele Punkte, habe ich das Gefühl. Aber probier mal ein bisschen, abseits zu denken. Vielleicht kommen wir auf dieselbe Idee. Okay. Change the ground. Change the ground. Champions, we're the champions. Change the ground. Ja, komm, ich mach's jetzt einfach so. Ja, immer mal wieder, ne? Aber meistens von irgendwelchen Serien. Gibt's keinen so ein All-Time-Classic, wo du sagst, ganz ehrlich, Leute. All the time to give you up my mind. Nee. Wir müssen aufpassen, Manu, ey, sonst wird dein Video weggestrikt. Ja, ich weiß. Wir sind aber auch so krasse Sänger, ey. Ja, das ist krass, Alter. Wir waren ja mal bei verschiedenen Shows. Ne, also, das weiß ja kaum einer. Da habe ich mich Manuel LP genannt. Die haben es nicht gemerkt, die Leute. Dass ich ein internationaler Internet-Superstar bin. Ja, Mann, wir können den Leuten. Wir sind Modern Talking. Und wir sind auch Milli Vanilli. Kennt jemand Milli Vanilli? Ich nicht. Den Namen. Ich erkenne die bestimmt, wenn ich sie sehe. Aber. Kennst du auch den Skandal um Milli Vanilli? Nee. Das waren so zwei Sänger. Aber, also eigentlich waren es keine Sänger, sondern die haben nämlich gar nicht selber gesungen. Das war so ein richtig krasser, und die waren echt erfolgreich. Aber irgendwann kam dann raus, dass sie gar nicht selber gesungen haben. Was? Ja, ja. Echt? Das ist richtig krass. Alter. What the fuck? Boah. Also da ist der Prank immer totally wrong gegangen. Das war ein totally wrong Prank. Ein totally wrong Prank, okay. Alter, als ob ich das noch hinkriegen würde. Alter, wenn ich nicht explodiere, dann läuft hier aber was gehörig falsch. Dann ist hier irgendwie, dann ist es ein Prank totally gone wrong. Sicher? Ja, ey, also ein Zaun ist vielleicht ein bisschen. ich kann's, aber. Ich kann's knicken. Fünf, ja. Ja, ich muss mich meinem Schicksal stellen. Ja, scheiße, schade. Wie damals Milli Vanilli. Man wird nicht erkennen, was es ist, und das, was ich gebaut habe, ist hässlich. Ich hätte es viel kleiner machen sollen, das war ein großer Fehler. Alter, wie viel Sand? Ach, der hat Wasser gesetzt. Okay. Ja, ist auch besser. Kriegt von mir ein Gut. Ja, von mir auch. Oh, der ist auch ganz sweet. Ja. Kriegt von mir auch ein Gut. Was? Ja. Nee. Doch. Nee. Da frage ich mich aber, was hat der in der ganzen Zeit gemacht?
Ja, wahrscheinlich überlegt, was er bauen könnte. Ja, meine Idee hatte ich früher, aber es war wieder zu groß umgesetzt. Okay. Oh, Report. Da haben wir wieder den Inaprotzen mit drin. Ja, geht doch. Geht doch, danke. Vor allem, das Geile ist, der guckt ja offensichtlich. Was ist das denn? Schule, ich glaube, das frei, ist Ferien. Das bin ich. Ja, ja, ich weiß. Deine Idee habe ich sogar erkannt. Ja. Von mir ein Amazing. Ein Amazing für die Idee. Ja, für die Idee. Also, sie ist natürlich immer noch sehr, sehr plakativ. Ja, ja, und da erkenne ich gar keinen Urlaub drin. Nice. Reizt du das? Guck mal, der Typ, der guckt offensichtlich unsere Videos, ne? Ja. Wir haben schon in jedem zweiten scheiß Masterbuilders-Part gesagt, dass wir das ultra dumm finden, wenn die Leute ihre Chancen nicht nutzen und nicht vernünftig bauen. Und was macht er? Das macht für mich keinen Sinn. Es ist einfach schade. Sagen wir es einfach mal so. Okay, Meister Bleeding. Das ist so eine kleine Tiki-Bar. Ja, aber die, guck dir mal das Wasser hier an. Dieses, ja, okay, halt, das ist cool, aber ich mag gut die Umsetzung nicht. Ich schon. Weil das vor allem halt hier, so, dass es überschwemmt wird. Das ist doch geil. Das ist deins. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf passiert ist. Ich würde mir selber mal Eiserbleeding geben. Ja, aber du hast auch ewig überlegt, oder? Hast du mal geguckt, wann du dich entschieden hast, wann das war? Ich weiß es nicht, was 10 Sekunden Gott vorher. Ja, genau. So sieht es zumindest aus. Ja, so sieht das hier aus. Krass, Mann. Oh, Mann. Also klar, Alter. Also ich würde sagen, der Standtyp gewinnt, der das so recht gut gemacht hat. Aber von der Idee her muss ich mir einfach auf die Schulter klopfen. Auf die Schulter, ja. War klar, die Umsetzung war kacke. Die Umsetzung war einfach kacke. Du hast echt wenig Punkte dafür bekommen. Ja, krass. Schade, schade. Ich hätte echt den Schrank machen sollen. Aber egal, es geht ja nicht immer darum, nur zu gewinnen. Ja, du wolltest aber mit einer genialen Idee gewinnen. Ja. Ich hätte das Haus kleiner machen sollen. Aber so eine Schule darfst du halt nicht klein machen eigentlich. Naja, egal. Bewerte mal den Part. Guck beim Paletten vorbei. Oder bei der Palette, wie auch immer er das gerne hätte. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss, meine Freunde. Eure Palette.